Hallo liebe Freunde von Nürnberg Live, mein Name ist Heidi Heinrich. Ich bin heute für euch unterwegs im Herzen von Nürnberg zu den Nürnberger Sommertagen. Wie ihr seht, habe ich mich heute natürlich extra für euch in Schale geworfen, damit wir dieses tolle Ambiente auch genießen können. Und ich würde sagen, los geht's! Sebastian, herzlichen Dank, dass ich mit dir im Riesenrad fahren darf. Es ist ja ein Traumaussicht hier. Ich habe mal eine Frage an dich, und zwar der Gedanke war ja, ein bisschen Fröhlichkeit in die Stadt zu bringen. Ist denn das durch dieses Projekt jetzt auch gelungen? Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja sehr dankbar, dass die Stadt und der Schaustellerverein Nürnberg, dass die das hier in die Wege geleitet haben und dass wir hier sein dürfen. Das ist perfekt. Viele Leute kommen und genießen natürlich auch dieses Ambiente hier. Also kann man nur sagen, Gott sei Dank für euch Schausteller, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt bitter notwendig, dass wir jetzt zum Start kommen. Es gibt zwar noch viele andere, die zu Hause sind, denen müsste irgendwie auch noch geholfen werden. Aber für die, die jetzt hier sind, für denen ist es schon ein guter Anfang, dass es jetzt so weitergehen könnte. Das wäre schon sehr gut. Sebastian, aus den Wintertagen hinaus, direkt in die Krise, euch Schausteller hat es ja richtig hart getroffen. Wie siehst du das Ganze jetzt persönlich mit diesem Pilotprojekt? Ja, also das mit den Sommertagen hier in Nürnberg, das ist eine sehr gute Idee gewesen. Das kommt auch dem nahe, was wir Schausteller eigentlich immer machen. Es gab einige Projekte, die eingezäunte Rummelplätze, sage ich jetzt mal, gemacht worden. Da sind aber die Leute, sage ich mal, ein bisschen skeptisch, und es muss auch ein Eintritt genommen werden und Personalien hinterlassen. Ja, also alles belastende Sachen, sage ich mal, für den normalen, unbeschwerten Rummelbesuch, die einen zur Last fallen, um dahin zu gehen, oder was ein bisschen abhält, sage ich jetzt mal. Und so haben die Nürnberger Kollegen das hier eigentlich optimal getroffen. Das ist auch, glaube ich, ein Pilotprojekt, das gibt es noch gar nicht nirgendwo weiter. Dass man eben sagt, dass es alles offen ist und wie der normale Schaustellerbetrieb sonst auch läuft, nur eben unter Corona-Zeit mit Abständen und Maskenpflicht. Und dass wir das eben so auch trotzdem einhalten können, auch ohne eingesperrt zu sein, also fast wie in unseren regulären Zeiten. Das ist wirklich toll gelungen, und die Stadt steht ja auch super dahinter, der Bürgermeister und alles. Also das ist wirklich toll hier, was die Nürnberger hier auf die Beine gestellt haben. Es ist natürlich schön zu hören nach dieser ganzen Krise auch, was euch wirklich sehr hart getroffen hat, gell? Ja, richtig. Also die lange Winterzeit für uns, in Anführungsstrichen, war schon sehr lang. Ne? Ja. Also bei uns waren es jetzt 7 Monate gewesen ohne Einnahme, und ja, das ist ganz schön bitter, ne? Für die meisten Kollegen und naja, für jeden anderen Betrieb eigentlich auch. Ne? Ja. Dann hoffen wir natürlich, dass es jetzt so weitergeht. Und ich wünsche dir alles Gute und herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank. Volksfest ohne Autoscooter ist natürlich nicht zu denken. Herr Braun, viele Branchen haben ja leider gelitten in der ganzen Situation. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Ist es für Sie jetzt eine gute Alternative hier, die Sommertage in Nürnberg? Natürlich ist es für uns eine gute Alternative, auch wieder unseren Beruf ausüben zu dürfen. Weil wir haben ja ein komplettes Berufsverbot gehabt. Und jetzt sind wir schon froh, dass wir wieder arbeiten dürfen. Ne? Und Sie sehen ja, die Leute kommen, die Gäste wollen. Die wollen ihren Spaß, sie wollen Autoscooter fahren oder wilde Maus oder Riesenrad. Und da sind wir schon sehr dankbar, auch an die Stadt Nürnberg, dass wir das jetzt wieder machen dürfen hier am Hauptmarkt. Also in der ganzen Innenstadt ist es ja. Wir hoffen, dass das Wetter so bleibt. Es könnte von mir aus ein bisschen kühler sein, weil es ist doch sehr warm. Und dann denke ich,
läuft es bis zum Ende, bis 6. September, ja. Hallo Herr Fiesele. Hallo. Sie haben ja ein ganz besonderes kleines Riesenrad mitgebracht. Ja. Sie sind, glaube ich, zum ersten Mal hier in Nürnberg. Ich bin mit diesem Geschäft zum ersten Mal in Nürnberg hier. Und freue mich, dass ich da hier auch zugelassen wurde für diese Veranstaltung, weil ich finde, dass dieses Rad für die Kinder oder für die Veranstaltung eine Bereicherung ist. Was gibt Schöneres als lächelnde Kinderaugen, oder? Ja, das sehe ich immer gerne in Kinderaugen. Ja. Darum habe ich auch nur Kindergeschäfte. Schön. Weil man die Ehrlichkeit sieht in den Kindern, die Freude, den Spaß, was die dran haben. Und das ist das Schöne an einem Kindergeschäft. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und natürlich ein Riesengeschäft. Ja, wie es kommt, so kommt's. Genau, so schaut es aus. Ja. Alles Gute, Herr Fiesele. Danke. Hallo Nora. Hallo. Ich habe dich gerade springen sehen. Wie hat es dir denn gefallen? Gut. Gut? Mhm. Was hast du denn schon alles gemacht hier? Ich bin nur gesprungen. Also seid ihr gerade gekommen? Mhm. Und hast ja große Freude wahrscheinlich heute, dass du hier sein darfst. Ja. Ja? Schön. Super. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude noch, gell, heute. Mhm. Okay? Danke. Wir stehen hier beim Herrn Kalb. Herr Kalb, hallo. Ja, grüße Sie. Grüß Gott. Herr Kalb, als Vertreter der Schausteller würde ich Sie gerne mal fragen, wie wird es angenommen und wie sind Sie zufrieden? Also wir sind sehr zufrieden und es wird sehr gut angenommen. Es gibt natürlich sehr große Gewinner, das sind die Fahrgeschäfte. Man merkt also sehr wohl, dass die Familien und die Kinder gerade die Fahrgeschäfte vermisst haben. Es gab ja doch immer zwischendrin Angebote, dass man sich mal wieder was Süßwaren holen konnte in irgendeiner Innenstadt oder auch mal Imbiss genießen konnte. Aber Fahrgeschäfte waren ja gar nicht mehr da, wie die Wilde Maus, das Riesenrad, der Kettenflieger, Autoscooter. Und das wird am besten angenommen. Auch die Spielgeschäfte, wo man mit Geschicklichkeit oder Spaß bei der Sache dort tätig sein kann, wird sehr gut angenommen. Und im Gesamten sieht man, die Innenstadt ist belebt geworden. Das war ja unsere Intention auch, dass wir praktisch den Einzelhandel auch Leute bringen, der Gastronomie Leute bringen. Die sehen das übrigens auch so, die Leute, Kollegen von der Gastronomie und vom Einzelhandel. Und es funktioniert, die ganze Stadt ist belebt, die Familien haben ein Ferienangebot. Man muss nicht nach Mallorca oder nach Bulgarien in Schaumbad, man kann sich daheim amüsieren. Herzlichen Dank, Herr Kalb, und dann wünschen wir natürlich noch gutes Gelingen für alles. Ja, da bedanken wir uns sehr und wir strengen uns auch an, wenn Sie sehen, es sind schon viele Veranstalter hier gewesen, die gesagt haben, vorbildlich. Wir haben hier auf der Insel Schütt gleich 4 Menschen, die nur desinfizieren, 2 Toilettenwagen und wahrscheinlich die schönsten, die es jemals gegeben hat. Jeder sagt, besser kann man es nicht machen und es ist ja ein wenig Lob, das uns gefällt. Und so versucht man zu beweisen, dass die Schausteller auch in Corona-Zeiten ihren Job machen können. Super. Ja. Danke, Herr Kalb. Bitte. Herr Kölner, schön, dass wir uns treffen. Als ehemaliger Clubtrainer finden Sie wohl immer wieder zu Nürnberg zurück. Ja, natürlich. Ich habe viele Freunde hier und Nürnberg ist natürlich eine super lebenswerte Stadt. Lebt zwar jetzt in München, ist auch nicht schlecht, ist auch eine schöne Stadt. Aber Nürnberg hat natürlich jetzt hat, und eine Stadt macht natürlich immer Freunde machen eine Stadt, dass Beziehungen und wie gesagt, und heute natürlich jetzt hier am Riesenrad war ich heute schon. Also wie gesagt, von dem her ein toller Tag heute in Nürnberg. Schön. Freut uns sehr, dass Sie wieder da sind. Jawohl, Prost. Und kann jeder gerne kommen. Ich glaube, alles, was jetzt momentan an die Stadt Nürnberg geplant hat, mit Abstand, mit allen Hygieneregeln, glaube ich, ist auch wichtig, dass man das einhält. Aber ich glaube, die Leute, man muss trotzdem wieder eine gewisse Normalität reinbringen und man muss auch trotzdem das Leben, muss auch irgendwie lebenswert sein. Und ich finde es schön, dass es auf der Insel Schütt stattfindet und vor allem jetzt vorher am Riesenrad, am Hauptmarkt. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, ohne dass man Gefahr läuft, letztendlich sich anzustecken. Und für die Schausteller, glaube ich, ist auch Balsam auf die Seele, wenn sie wieder ihrem Beruf nachgehen können. Und wir im Fußball waren auch froh, dass wir im Mai wieder spielen dürften. Und so hoffe ich, dass auch jede Branche und jeder Beruf irgendwann wieder zur Normalität zurückkehrt und wieder normal wieder seinem Geschäft nachgehen kann.
Tolle Worte, herzlichen Dank. Zum Wohle, Prost. So, ich stehe jetzt hier bei der Silvia. Silvia, wir kennen uns ja schon etwas länger. Ich freue mich tierisch, dass wir uns jetzt gesehen haben. Du machst natürlich wieder die Kinder glücklich. Es ist ein Traum, oder? Ja, das ist wirklich ein Traum und ein Traum wird jetzt endlich wieder wahr nach der langen Zeit. Also die Kinder sind wirklich, wirklich beglückt, dass ich da bin. Und die bekommen auch einen Luftballon geschenkt und dann leuchten die Kinderaugen wieder. Also das ist so meine Berufung. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das war jetzt eine Zeit lang nicht möglich. Aber ich hoffe jetzt, dass das so weitergeht, weil es uns allen dann besser geht. Toll. Das war heute auch schon mein Motto, was gibt Schöneres als leuchtende Kinderaugen, gell? Immer wieder schön. Ja. Herzlichen Dank, schön, dass wir uns gesehen haben, liebe Silvia. Und ich hoffe natürlich das Allerbeste auch für euch, gell? Und ich auch für alle anderen. Was ganz was Neues hier auf den Nürnberger Sommertagen? Ja, auf den Sommertagen ist es schon was Tolles, aber da stehen ja auch eigentlich meistens dieselben Geschäfte wie auf dem Stadtstrand. Aber das mit den Pfeifen, das gibt es ja schon länger. Und es ist auch immer toll eigentlich, wenn hier der Stadtstrand ist, da liegt hier überall Strand, Pools sind aufgebaut, man kann sich mit seinen Freunden eine Shisha holen, kann sich da hinsetzen und kann das wunderbar genießen, einfach bei dem tollen Wetter auch, was momentan ist. Ne? Da haben wir sehr viel Glück eigentlich. Ja, toll. Super. Dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Ihnen noch einen schönen Tag hier, ne? Danke. Gerne. Ciao. So, ich stehe jetzt bei der Susi und bei der Selina. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ihr passt ja perfekt da herein. Wunderschön. Hallo. Servus. Ich habe mal eine Frage. Was wird denn bei euch am besten angenommen? Also ganz gern mögen sie die Lassos in den vielen verschiedenen Variationen und natürlich Schokoobst. Und Mandeln dürfen natürlich auch niemals fehlen. Ja, für uns waren es gute Tage, wir sind auch froh und dankbar für alles, was wir verdienen dürfen. Ja. Mir wird es ja da schon beim Zuschauen schwindelig. Nico, wie hat es dir denn gefallen? Ist das dein Favorit? Ja, ich denke, ich fahre dann später an Wasser trinken. Warten und dann quasi schätze ich nochmal. Ja, wunderbar. Ein bisschen viel Kreise, ja, ist schwindelig, aber wunderbar. Mal wieder erfrischend, einfach mal was zu machen endlich, ja, genau. Übel bisschen. Dann noch viel Spaß auf dem Volksfest, gell? Ja, danke schön. Danke, ciao. So, liebe Ramona, hallo. Hallo erstmal, jawohl. Hi. Wie wird denn heuer diese Turnierbar angenommen unter diesen Umständen? Unter diesen Umständen ist alles etwas schwieriger wie normal. Aber für die Umstände wird es relativ gut angenommen. Also die Leute freuen sich alle, dass wir zurück sind. Die sind alle froh, dass sie mal wieder rauskommen und ein Hauchvolkfest haben. Und es kommt ganz gut an, doch. Toll, schön. Ja. Super. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Jawohl. Viel Erfolg. Danke, viel Spaß super. Euch noch. Danke. Ja, ciao. Liebe Nürnberg Live-Freunde, ein wundervoller Tag geht zu Ende. Jetzt hoffen wir natürlich auf weitere schöne Tage, damit wir das Sommermärchen hier in Nürnberg genießen können, noch bis zum 6. September. Nutzt die Gelegenheit, amüsiert euch, unterstützt einfach die Schaustelle und Gastronomen, habt Spaß im Leben, passt auf euch auf. Alles Liebe und Gute, eure Heidi von Nürnberg Live.